einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin schon wieder da mit einer brandneuen Kollektion und ich habe schon Jacken auf dem Programm. Und ich habe natürlich auch wieder Leo hier auf dem Programm. Leo ist einfach total genial. Also ich muss es ja wieder mal sagen, und es gibt so viele Variationen wie das, was ich hier anhabe zum Beispiel, mal in so einer ganz anderen Farbe. Und es ist immer wieder neu und immer wieder nice und immer wieder schön. Ja, das ist mal so ein ganz normaler Sweater mit einem tollen Druck hier nochmal drauf, so in auch nochmal in Glitzer und Leo und im Hintergrund so ein bisschen gedeckteres Leo. Aber diese tolle Farbe von dem Hoodie passt perfekt zu dieser neuen Jeans, die ich hier für euch habe. Die hat eine ganz geniale Waschung. Also das ist so ein bisschen in so ein bräunliches Camel reingehen. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber ich habe die gerade angezogen und habe gedacht, wow. Erstens mal die Farbe und zweitens mal der Takt. Die ist nämlich ganz, ganz weich. Also wirklich mal ein richtiges, tolles Teilchen und sehr elastisch, fällt sehr groß aus. Also ich habe hier die L an und könnte tatsächlich auch noch eine Nummer kleiner vertragen. Also auch wieder eine wunderschöne Jeanshose mal für größere Größen. Ja, dann habe ich das noch mal ein bisschen abgemischt mit Gold. Da könnt ihr auch noch mal mit den Armbändern, mit dem Gürtel in Gold ein bisschen arbeiten. Also ich finde es mega, auch wenn es jetzt nicht so eine Bam-Farbe ist. Ist ja eher wirklich so gedeckt, aber ich finde es total cool. Und jetzt kommt noch der Clou, nämlich das Jäckchen drauf. Und ich muss sagen, ihr habt ja diese Wollmäntel gefeiert. Und ich mit euch. Ich habe da auch ein paar Farben von. Und ich finde diese Mäntel mittlerweile geiler als so eine richtig dicke Daunenjacke, weil die kann man wirklich in den meisten Fällen tragen, es sei denn, es ist jetzt so ganz, ganz kalt, dann braucht man natürlich eine dicke Winterjacke oder wenn man jetzt jeden Tag eine Stunde spazieren geht. Machst du mal mein Telefon aus? Ja, das ist wieder hier der Clou am Morgen, also Telefon ist noch an, das sollte eigentlich nicht dabei sein, aber dann weiß ich wenigstens, dass ich eine Nachricht gekriegt habe. Ja, ich habe hier nochmal so ein ganz tolles Jackett aus so fast wie so Mohair-Wolle. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also es ist halt wie so ein Wollmantel, nur in kurz. Und schaut mal, ihr habt hier hinten auch nochmal so ein Abnäher drauf mit Knöpfen. Sehr, sehr cool. Also wie so ein Jackett geschnitten. Das könnte man im Winter sogar anlassen. Oder ihr macht euch jetzt noch einen Schal drauf und macht die Jacke zu. Und dann ist es fast wie eine Winterjacke. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Jäckchen sehr cool aussehen nochmal unter eine Weste. Also wenn man es dann noch ein bisschen dicker haben will, dann noch einmal mit der Weste kombiniert. Also sehr, sehr genial. Diese Jäckchen ganz neu im Programm und die gibt es in verschiedenen Farben, die ich aber glaube ich alle noch mal kurz überziehe. Tragen könnt ihr die so bis 44, denke ich mal, zum Zumachen oder dann eben offen lassen und noch ein bisschen größer. Aber die Farbkombi auch mit der Hose finde ich sehr, sehr genial. Ja, dann lasse ich die Hose noch mal an und tausche den Pullover. Ja, Hose habe ich angelassen, nur das Oberteil ist neu, mega. Ich bin schockverliebt, weil es nämlich glänzt und Gold drauf ist. Da ist wie so ein Goldsprüh nochmal drüber. Und ich liebe im Moment, also diese Kollektion mit Gold und Silber hat es mir echt angetan. Und jetzt bin ich nur auf dem Trip mit Gold und Silber. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das total cool für den Winter, dass es nicht nur Weihnachten getragen wird, natürlich dann auch. Und ich kann auch diese goldenen und silbernen Hosen, also ich habe mir die alle mitgenommen, ich kann mir die schon richtig geil mit einer weißen Bluse an Heiligabend vorstellen. Also das ist bestimmt mein Outfit für diese Weihnachten. Ich liebe Hosen, also ich brauche nicht unbedingt ein Kleid, von dem her sehr schick dieses Jahr diese Mode mit Silber und Gold. Und dieser Pullover hat auch wieder so einen Shiny-Effekt hier drüber. Sehr genial mit so einem Print nochmal. Jetzt kommt es wieder. Ist es ein Löwe? Oder was ist es? Sieht erstmal aus wie ein Zebra. Tiger? Löwe? Ja, ihr dürft mir gerne weiterhelfen. Jedenfalls sieht es cool aus. Ich muss auch sagen, also ich muss jetzt mal so ein bisschen die Unmode hier vorstellen. Also was haltet ihr denn von dem Trend? Also ich kaufe es gerne für euch ein. Aber ganz ehrlich, es gibt mittlerweile Pullover, da sind Zitronen drauf. Muss ich das verstehen? Was macht man? Also ich finde ja Statement-Pullover geil. Da steht mal Love drauf, da steht Smile drauf. Das verstehen wir alle. Lache, Liebe, sämtliche Sprüche. Ein Löwe verkörpert für mich Stärke. Aber was bitte verkörpert eine Zitrone auf einem Pullover? Ich bin sauer? Oder was genau ist es? Also meine Mutter hatte früher beim Campen immer eine Tischdecke dabei mit Zitronen drauf und dann so kleine Anhänger an den Seiten mit Zitronen. Ich kenne das, also ich musste aber lachen. Es gibt Modetrends,
da bin ich echt nicht dabei. Also da gibt es ja jetzt Kirschen, da könnte man auch noch sagen, okay, so Pascha, ne, Ibiza, eventuell, ja, aber eine Zitrone, Leute, ehrlich. Aber ihr dürft mir gerne mal sagen, was ihr von diesem Trend haltet. Ich meine, wenn ihr mir jetzt die Kommentare vollballert und sagt, ich will Zitrone, mein Leben ist eine Zitrone oder whatever, kaufe ich auch gerne Pullover mit Zitronen für euch. Ich würde sie nicht tragen. Also ich trage dann lieber hier den Pullover mit so einem coolen Print drauf, mit so einem Löwen oder Leoparden oder was immer und mit schönen Prints, da bin ich immer mit dabei. Ja, musste ich ja sehr lachen. Also ich kriege jetzt überall Pullover mit Zitronen angeboten. Die Zitrone. Müssen wir vielleicht nochmal drüber fachsimpeln, warum man jetzt eine Zitrone auf dem Pullover hat. So als Deko finde ich es ja auch noch, ne? Wohl auch nicht. Also in der Küche vielleicht irgendwie eine Zitrone, aber auf dem Pullover geht gar nicht. So, ich habe hier das Jäckchen nochmal in so einem Beige-Ton. Das würde natürlich jetzt auch nochmal toll hier drüber passen. Also ich finde diese Jäckchen echt toll. Die sind so richtig schön geschnitten auch wieder und passen überall drauf. Ne? Ihr seht schon, auch auf diesem Pullover könnt ihr nochmal so ein Jäckchen draufziehen. Jetzt mal in so einer helleren Farbe. Und ich ziehe mich jetzt nochmal obenrum an. Ich glaube, ich ziehe mich noch zweimal obenrum an. Also ich mache nur oben. Ja, nochmal ein ganz tolles neues Pullöverchen. Übrigens, alles, was ich euch zeige, gibt es auch nur in der einen Farbe. Hier hätte ich nochmal eine Variante mit so ganz leicht mal so einem Goldstreifen hier. Und hier unten hat er nochmal Leo. Ich mache es jetzt gleich auch raus. Ich habe es natürlich wieder reingesteckt, weil ich fand jetzt irgendwie wieder den goldenen Gürtel. Und hier nochmal den goldenen Streifen. Das passt sehr genial nochmal zusammen. Und ihr seht, auf die Hose könnt ihr auch beige tragen. Also das passt alles und ist sehr harmonisch. Und jetzt würde auch wieder die helle Jacke nochmal hier drüber passen. Und schaut mal, so sieht der Pullover aus. Also ihr könnt ihn natürlich auch so drüber. Der ist jetzt halt ein bisschen verknüttert. Aber auch sehr, sehr schön und edel hier mit dem Gold nochmal. Also es kommt alles so in die Richtung und überall ist ein bisschen Gold dran. Und dann habe ich nochmal eine Variante am Pullover, weil den hatte ich eben im Vorbeigehen noch gesehen und habe gedacht, wie geil passt der auf diese Hose. Ich ziehe den nochmal an. Ja, da habe ich nochmal ein tolles Pullöverchen und der passt auch Bombe zu dieser Hose. Der war ja schon einmal ausverkauft, den haben wir dann nochmal aufgestockt. Also der ist nochmal on stock mit dieser tollen Federboa hier oben. Die hat Knöpfe dran, also die könnt ihr auch abmachen, wenn ihr das einfach mal als ganz schlichten Strickpullover tragen wollt. Aber mit der Federboa finde ich es auch super, super genial und so ein ganz tolles, edles Teilchen. Der Pullover an sich ist sehr, sehr weit. Also den könnt ihr bestimmt bis 48 tragen. Ist ein riesen Oversize-Pullover. Schaut mal, also ja, also 48 geht mindestens. Und man könnte jetzt auch wieder dieses Blusentop nochmal als Verlängerung hier drunter ziehen. Ihr seht schon, diese Blusentops sind auch wirklich genial. Die kann man wirklich überall nochmal im Winter gebrauchen irgendwie, ne? Für so eine Verlängerung vom Pullover. Den gibt es in mehreren Farben. Da schaut bitte nochmal im Shop. Ich glaube, es sind 5 Farben oder 6 Farben auf jeden Fall und sind alle wieder on stock. So, und ziehe ich gleich nochmal einen anderen Pullover an. Jetzt wollte ich euch noch die helle Jacke zeigen, aber ich sehe gerade, irgendwie fehlt mir hier gerade das Shirt. Aber da muss ich gleich nochmal gucken. Dann zeige ich euch jetzt erstmal noch ein Outfit in Dunkel. Ja, ich liebe diese schlichten Outfits auch in Schwarz. Hier nochmal kombiniert mit einer Haarentritt-Jogpen. Übrigens, das Muster war auch wieder genial. Also der Ego ist natürlich auch immer geil mit seinem, was hat er gesagt, Stäbchenparkett. Ja, das war natürlich Fischgrätenmuster. Und das hier ist Haarentritt. Also nur mal so nebenbei. Ich habe es dann auch noch, also ich wusste, dass es Fischgrätenmuster gibt, aber in dem Moment kam ich nicht drauf. Und dann hat er mit dem Stäbchenparkett angefangen und dann fand ich es total witzig. Ja, das dazu, also das hier ist Haarentritt, das ist eine Jogpen, auch ganz elastisch, könnt ihr mindestens tragen bis 44, 46 würde ich sagen und macht nochmal so ein ganzes schwarzes Outfit so ein bisschen peppiger, wenn man jetzt so eine Hose, das ist mit Dunkelgrau nochmal kombiniert, also ganz dezent, eine mega Jogpen, wie ich finde und die hat einen Bombenpreis, Mädels, die haben wir für 29,99 im Programm, also wer da nochmal Lust hat und dann mit so einem wunderschönen Strickpullover einfach was ganz Schlichtes. Und hier bei diesem Strickpullover habt ihr gleich den Schal dabei. Da spart ihr euch den Schal. Und wenn ihr dann eine Jacke dazu kombiniert, schwarzer Schal, das Thema hatten wir ja auch schon, kriegt man selten und passt auf alles. Und wenn ihr jetzt hier nochmal eine graue Jacke, diesen Mantel zum Beispiel, draufzieht, dann hättet ihr halt hier gleich, wenn es dann ein bisschen kälter ist, mal gucken, ob ich das jetzt so schnell hinkriege, habt ihr halt toll noch den schwarzen Schal mit dabei. Den kann man eben hinterher dann auch auf andere Sachen noch kombinieren. Also finde ich jetzt hier mit dieser grauen Variante an Jacke auch sehr genial. Oder ich habe hier nochmal hängen,
den kleinen Blazer mit den Knöpfen. Da muss ich allerdings dazu sagen, da sind nicht mehr ganz so viele da. Den habt ihr ja gefeiert ohne Ende. Da ist jetzt wirklich nur noch ein Restbestand, aber der sieht natürlich zu dieser Hose auch mega aus. Schaut mal, also gut, ich würde jetzt vielleicht den Schal dann tatsächlich entweder ganz weglassen bei dieser Kombi oder müsste man mal gucken, wie man den am besten da drauf kombiniert. Aber schaut mal, wie schön das auch aussieht mit diesem grauen Jäckchen mit diesen riesen Knöpfen. Also auch nochmal eine sehr coole Kombi mit dieser Hose. Das ist wirklich der gleiche Grauton. Sehr, sehr schön und auch dieses Anthrazit kommt diesen Winter, also hellgrau auch und ganz dunkles Grau ist hoch im Kurs. Finde ich auch immer sehr schön, mal so als Alternative zu Schwarz. Also man könnte jetzt hier den Schal vielleicht noch, aber dann nimmt man leider diesen Blazer so das Schöne mit den Knöpfen. Man müsste sich das dann hier so ein bisschen reinraffen, dann geht es vielleicht. Ne? Also so könnte man es tragen. Oder ihr tragt den Pullover dann einfach mal ohne den Schal, man kann ja da auch tatsächlich variieren. So, dann habe ich noch mal ein Jeans-Outfit und zeige euch noch mal die letzte Farbe der Jacke. So. Ja, da wäre noch mal die letzte Farbe von der Jacke, auch wieder sehr genial in diesem Creme. Also sehr schön auch diese Farbe für den Winter und die bleibt auch den ganzen Winter. Ich liebe diese Farbe mittlerweile, ist nicht mehr wegzudenken, weil es so ein bisschen wärmerer Ton ist als weiß. Ne? Also das finde ich jetzt im Winter besonders schön und kann man auch sehr toll mit dem Gold und so abmischen, dass es einfach so ein bisschen harmonischer wird. Das ist die Jacke nochmal. Jetzt ziehe ich die nochmal aus. Ich habe nämlich hier nochmal so ein tolles Leo-Shirt mit Nice drauf. Also ne, Nice, das hat für mich eine Bedeutung. Aber eine Zitrone, naja, hat auch eine. Gibt das Leben mir Zitronen, dann reiche man mir einen Tequila dazu oder irgendwie so. Ja, witzig, das Thema mit den Zitronen. Also ich bin sehr gespannt, was ihr vorhabt oder was ihr mir kommentiert mit den Zitronen. Sehr, sehr geil. Hinterher alle so, ja, Zitrone, ja, total geil. Ja, dann machen wir das auch. Ich bin ja zu allen Schandtaten bereit, aber bei manchen Sachen muss ich tatsächlich passen. So, ich habe nochmal hier diese tolle Jeanshose für euch. Da gab es ja ganz große Lieferschwierigkeiten. Wir haben da eine relativ große Stückzahl bestellt. Die Kunden haben die auch geordert mit Pre-Order und dann kam die Lieferung nicht, weil die uns gesagt haben, der Stoff ist nicht mehr da. Und dann stehen wir immer hier und uns ärgert das mindestens genauso wie euch, weil ihr könnt euch vorstellen, wir wollen natürlich diese Hosen verkaufen. Also wir machen das ja nicht, um irgendjemanden zu ärgern, aber dann müssen wir natürlich immer sehen, dass wir mit euch dann klarkommen, weil natürlich ärgert man sich dann, wenn man ein schönes Teilchen sich ausgesucht hat und es hinterher nicht bekommt. Und jetzt ist die Hose plötzlich wieder da. Also es ist nicht die gleiche Farbe. Es ist tatsächlich, ich hätte mal die alte, ich glaube, wir hatten noch eine hier hängen, daneben halten sollen. Die andere hatte so eine, ja, eigentlich fast die gleiche Waschung. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, diese ist ein bisschen bläulicher und die andere ging nochmal in so einen grüneren Touch, glaube ich, rein. Es ist die gleiche Hose, also müssen uns nichts vormachen. Die ist jetzt wieder da, Mädels. Also wer da leer ausgegangen ist, der kann die nochmal bekommen. Das ist meine absolute Lieblings- und Favorite-Hose. Ich habe die schon rauf und runter getragen. Ich liebe die und kann die euch jetzt endlich wieder anbieten. Nehmt da bitte, ja, ich möchte fast sagen, eine Nummer kleiner. Oder wenn ihr zwischen zwei Größen seid, könnt ihr auf jeden Fall eine Nummer kleiner wählen. Allerdings finde ich es auch cool. Ich habe sie jetzt gerade in L an und die andere habe ich tatsächlich in M. Die ist mir auch weit, aber ich finde, bei so einer Cargo-Hose darf es auch ruhig mal ein bisschen weiter sein. Also da müsst ihr selber entscheiden, ne, was da irgendwie für euch sich am bequemsten anfühlt. Und ich hatte mir noch mal eine camelfarbene Strickjacke hier hingehangen, wem jetzt das Mäntelchen noch zu dick ist. Wir haben natürlich auch nach wie vor diese tollen, dünnen Strickjacken, die man jetzt perfekt als Jacke anziehen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mittlerweile, ne, so ein Strickjäckchen muss man schon irgendwie immer im Petto haben. Also es ist ja jetzt doch ein bisschen kühler. Und abends und morgens ist es echt richtig kalt. Also wir gehen jetzt definitiv in den Herbst und eine Strickjacke darf sein. Da schaut bitte auch noch mal im Shop. Das ist hier mal so eine ganz gerade geschnittene, ganz normale Strickjacke, sage ich mal. Die gibt es in ganz vielen Farben und wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Modelle und die gibt es auch immer in der ganzen Farbpalette. Also ihr könntet natürlich jetzt auch beige oder so hier drauf kombinieren, aber ich fand jetzt dieses helle Camel passt auch sehr genial noch mal zu dem Shirt. So, das war's mal wieder von mir. Es sollte kurz und knackig sein. Es ist ein bisschen lang und knackig geworden und zitronig. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und melde mich natürlich zum Wochenende wieder. Eure Gabi.